Moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 3. Ihr fragt euch sicher, Mika, mit wem redest du? Es schaut doch eh keiner zu. Und ihr habt recht, aber das ist mir egal. Ich will jetzt erstmal erzählen, und zwar über zwei Dinge. Erstmal Words of Wisdom, wofür brauchen wir die? Ich habe das mal nachgeschaut. Die Words of Wisdom sind dazu da, um bei diesem Charakter-Recreated-Gedöns einen Charakter zu einem Sage zu machen. Das ist quasi einfach ein Magier in Krass. Und man empfiehlt anscheinend, einen Magier, diese in dem Fall Joanna, zu einem Sage zu resetten. Das will ich jetzt nicht mehr machen, weil definitiv. Nee, Alter. Nee. Das passiert jetzt nicht mehr. Aber man könnte es. Man könnte es machen. Ja, das ging. Und das Koagulant. Es confused Gegner. Es ist einfach nur dazu da, um Gegner zu verwirren. Und das ist an sich ganz nice. Tatsächlich. Ja, ich hab's verstanden. But have I really? To be honest, eigentlich nicht, ne? Ich mach's immer wieder. Ja, genau. Wir sind ja eigentlich echt fast kurz vorm Finale, aber jetzt weiß ich, an sich, ich muss nichts mehr tun. Ja, ich kann einfach ballern. Ich kann durchgehen, ja, also alles gut. Alles okay. Wir vermissen nichts. Nicht wirklich. Ja, ich glaube, damit können wir das Ganze eigentlich ganz gut abschließen hier. Also ich denke an sich, ich weiß nicht, wie dieses Reset-Feature noch irgendwie, also das hat einen Namen. Ich habe den Namen vergessen. E. Mit P vielleicht? Nein. Dass man das zurücksetzt. Nein. Oh Gott, was meine ich? Ist genau, was ich meine, oder? Mann, was für eine Scheiße. Refrigerator, genau. Nein, natürlich nicht Refrigerator. Ich meine. Nee, es war mit P. Könnt ihr bitte sterben? Danke. Ich hasse alles. Zurücksetzen auf Level 1, aber dafür ein bisschen. Ich denke mal kurz, ich hab's. Wie funktionieren Gehirne eigentlich? Ich verstehe das nie. Wie kann man denken? Sodass einem so Dinge so leicht einfallen, aber dann ist es wieder weg. Ah, ich muss es gerade aus meinem Gehirn holen. Kommt einfach nicht. Prestige. Prestigen. Ist es zufällig das? Ich glaube, das war es auf jeden Fall bei Tap Titans. Und ja, ich habe dieses Spiel gespielt. Kennen das überhaupt Menschen? Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall keiner, der dieses Video... Egal. Auf jeden Fall, da konnte man Prestige einsetzen. Also da konnte man quasi Prestige machen. Prestigen? Ich habe es Prestigen genannt. Und dann setzt man den Typen zurück, dafür wird er stärker. Ich glaube, das Wort gibt's aber. I'm fucking retard. Das ist unglaublich. Dass jeder, der jetzt nicht denkt, dass ich bescheuert bin, weiß ich auch nicht. Der tut mir leid. Aber, genau. Und ich meine, das kann ich jetzt nicht mehr zeigen, dafür sind wir jetzt zu weit, also. Boah, jetzt nochmal das ganze Ding durchleveln. Oh, da habe ich gar keinen Bock drauf. So kann man machen, aber muss man echt nicht. Aber für Metal Slime Farming. Habe ich gehört.
soll dieses Koagulant gut sein. Also da kann man anscheinend gut mit farmen. Für alle, die es interessiert. Damit kann man dann ein bisschen Level-Ups kommen hier. Morph. Klick ist immer noch weird, dass wir das bekommen. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Drop dead, drop dead. Ey, drop dead, hab ich gesagt. Cringe. Naja. Ja, ich hab nichts vergessen, ne? Wir können jetzt. Wir sind tatsächlich... Ja, deswegen wollte ich den Motherfucker weg haben. Genau. Die haben ganz schön ausgeprägte Lippen. Oder? Ich finde, die sind sehr ausgeprägt. Irgendwie fühlt sich das an, als wären die sehr ausgeprägt. Ja, jetzt kommen die, sind also alle geheilt. Perfekt. Heiter geht er weiter. Ja, das ist ein Sizzle-Fall. Ich vergesse mal, dass er Thwack hat und damit irgendwie so 99%. Egal, alles gut. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Irgendwas gesagt? Nee, ne? Habt ihr auch nicht gehört. Gott, fuckt mich das an. Darth Voodoo. Holy shit. Dass sie schon wieder die Hälfte ihrer MP verloren haben, ne? Auf dem Weg ist echt bescheuert. Oh. For free. Neat. Ja, das Ding ist aber fertig in 3 Sekunden, oder nicht? Blöde Hydra, ey. Mini Tiny Hydra. Ich liebe es, wenn sowas passiert. Es ist so, der ganze Turn ist damit useless. Blast ihn weg. Naja. Stimmt, beim letzten Mal haben wir... Ridge an der Stelle. Ne, beim letzten Mal haben wir aber... Seht ihr? Genau das meine ich. Oh, sieht ziemlich ungemütlich aus, Leute. Können die bitte treffen? Also, echt jetzt? War die schon mal so ätzend? Jetzt sind 2 confused, oder was? Was macht er jetzt? Ich weiß gar nicht, was er machen soll, oder? Hm. Okay, wow, das hat echt viel gebracht. Krass.
Das einzige Problem, was ich habe, ist, ich habe das Gefühl, wir können einfach gleich nochmal neu losgehen. Weil die haben schon wieder so wenig MP. Wir sind doch erst auf dem Weg. War letztes Mal nicht so, oder? Wir haben einen scheiß Weg erwischt. Man muss sich nur beschweren. Okay. Gut, zu wissen. Wir... Ja, komm, scheiß drauf. Isn't affected, please. Okay, wir haben auch ziemlich viele von diesen Bastarden weggemacht, ne? Ja, vor allem, das klappt auch immer wieder, ne? Die waren dieses Mal echt nicht so ätzend. Die waren absolut nicht so ätzend. Der macht wieder Kasing, oder was? Na, wenigstens hat Joanna 10 MP von ihm bekommen. Das ist schon mal was Gutes. Und alle sind Level 38. Mensch, ey. Swoosh. Ich habe das Gefühl, denen fällt nichts mehr ein. Oh nein. Out of nowhere, the party hear a voice. Yes, a voice. We are the vanguard of the Lord of the Underworld's army. You shall go no further. Alter. Alter. Das war... laut. Wow. Okay, die müssen krass sein. Richtig? Hallo, folgt ihr nicht auf? Willst du nicht? Wozu habe ich eigentlich diesen... Guck mal, Joanna. Opens locked doors. Alter Falter! Also dafür, dass sie nichts auf der... Also die haben, glaube ich, bis jetzt noch keinen einzigen HP von irgendeinem von uns abgezogen. Hast du den Schlüssel? Oh, ihr habt keinen Schlüssel. Okay, damn, das war krass. Das war eine coole Animation. Jetzt kill ihn. Danke. Danke. Oh, sie können uns wirklich Schaden zufügen jetzt. Jetzt hätte ich gerne einen Schlüssel. Was ist? Okay. Ich schaue noch kurz. Ah. Mhm.
It contains fucking Minimal. Es würde es nichts anderes auf dieser Welt geben, ey. Nein! Der war doch confused! Ich hasse echt alles an diesem Spiel. I can't fucking. He just fucking. Please die. Both of you. Natürlich, wie immer. Alter, was ist denn hier los? Das war nie so ätzend. Jesus fucking Christ. Give me a break. Und er kasinkt gleich 9 zu. Oh Gott, ist das ätzend. I swear to God, wenn wir aus diesem Kampf rauskommen, sind wir alle reich. Oh mein Gott. Boah, muss das... Okay. Nicht schlecht. Es wird Zeit zu gehen. Sag mal, was ist eigentlich, wenn wir uns nach Tategel beamen? Ach ja, das gute alte Tategel. Jesus Christ, wie viel über diesen Scheißdingern erlegt. 8.300 für jeden. Wo ist jetzt unser Schiff? Natürlich da. Ich versuch mal hier rum. Vielleicht ist das besser. Ich versuch's einfach mal hier ran. Ich weiß wirklich nicht, was kürzer ist, deswegen. Ich habe ja auch keine Map. Um shit zu proven. Fuck. Ich habe das Gefühl, alles ist besser, oder? Also, jetzt quasi von. Also. Nee, von Kohl quasi, nicht von Tategel. Wir werden sehen. Ja, ich glaube, ich bin extrem lang unterwegs.
Ich habe doch das Gefühl, ich glaube schon, dass das kein Sinn macht. Ich bin erst hier. Oh Gott. Okay, fuck it, das ist dumm. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin 10-mal schneller da. Andersrum. Mach's einfach so, komm, ich heile einfach und dann gehen wir andersrum. In der Zwischenzeit erzähle ich, ich habe heute Metroid Dread durchgespielt. Ich habe schon 100-mal erzählt heute. Ist cool gewesen, ist ein cooles Spiel, ist ziemlich gut. Tatsächlich. Ich denke. Auf jeden Fall Game of the Year Kandidat. Ich weiß gar nicht. Ich habe schon wieder die Hälfte von den Dingern vergessen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Aber ich habe das Gefühl, nicht so viel. Es kommt mir sehr wenig vor. Oder? Omni-Heal. Ihr seid echt... 62. That makes sense. Das ist echt eine letzte, aber eine allerletzte. Naja, ein allerletzter Ausweg. Einfach über die Hälfte meiner MP für eine Attacke zu verschwenden, ist, glaube ich, nicht clever. Nicht so clever. Ich bin gerade voll am Struggeln. Was hat Nintendo dieses Jahr rausgebracht? Ich bin immer am Struggeln, by the way. Aber jetzt persönlich sehr. So. Echt nicht so viel, ja? Ich meine, ja, gut, WarioWare war ganz lustig. Aber. Ein Killer. So, das war einfach ganz lustig. Und sonst? Das kam raus. Das ist immer schon. Hier, also schon mal das. Skyward Sword HD. Ja, aber nee. Das war cool, ne? Es ist cool. Aber es ist halt ein Remake. Es ist schon. Unite wird es definitiv auch nicht. Pikmin 3 Deluxe dieses Jahr. Ja, ne? Das ist auch cool. Okay, Game of the Year. Kam Pikmin 3 Deluxe dieses Jahr? Hyrule Warriors war letztes Jahr. Das weiß ich noch. Aber. Mal übersehe ich irgendwas ziemlich krasses gerade? Oder hat Nintendo dieses Jahr absolut gar nichts rausgebracht? Nee, warte, ach so, die meisten. Ah, stimmt, warte mal. Die meisten Sachen habe ich. Ja. Silly Me vergisst gerade komplett was. Und zwar, dass er ja eine neue OLED-Switch hat. Und dass die tatsächlich, dass da nicht, ne? Da steht, wenn ich die Cartridges noch nicht reingepackt habe, dann werden die mir auch nicht angezeigt. Origami King, kam das dieses Jahr? Nee. Oh, ich versuch's. Isn't affected. Ah, fuck off. 21 Worldwide Games? Ja. Merkt er selber. Ist auch cool, aber jetzt nicht der Burner.
dieses Jahr ist echt nicht so viel. Hier, Monkey Ball ist cool, aber nicht von Nintendo. Ready All Stars. Super Mario 3D World. Oh, das war cool. 3D World Bros. Fury. Das war cool. Aber auch natürlich nur ein Meme. Also, ein Port ist kein Game of the Year, Alter. Ist vielleicht Game of the Year 2013? 14? 2013. Aber nicht Game of the Year 2021, Mann. Also. Gott, hab ich keine Ahnung, Alter, was ist mit mir los, ey? Das ist ja also diese komplette Unwissenheit, was überhaupt los ist, was ich gemacht habe, ist echt krass. Es fühlt sich so an, als wäre dieses Jahr. Also, als wenn die. Auch, dass ich bei Origami King. Das muss vor 2020 sein, aber. Dass ich keine Ahnung habe, von wann Origami King ist überhaupt. Also. Ne? Das Jahr ging einfach so vorbei. 17. Juli 2020 ist das Spiel rausgekommen. Okay, aber dann hatte ich doch. First Party Nintendo Games 2021. Schauen wir mal. Mario Party kommt noch, ja eben. Also das ist halt das Ding. So ein, zwei, Advance Wars ist cool. Also sieht, die Zukunft sieht gut aus. Aber. So. Ne? Viel passierte nicht. Das ist das, was ich sagen wollte. Dieses Jahr ist nicht viel passiert, was Spiele direkt angeht. Also. Schade. Ich meine, ich habe ein paar geile Sachen gespielt. So, Dragon Quest habe ich ja jetzt irgendwie sehr für mich lieb geworden. Den zweiten Teil habe ich ja über dieses Jahr gespielt. Aber. Um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt so daran denke, was ich sonst so gespielt habe. Also viel im Stream tatsächlich wieder. Das sind ein paar Sachen, wie so Donkey Kong Country Returns habe ich zum Beispiel gespielt, oder. Ach ja, unser tolles. Dewey. Dewey's Adventure. Das habe ich gespielt. Cyberpunk, eieiei. Das habe ich ja auch 2020 angefangen. Also Fury. Pokémon Snap war cool, habe ich gespielt. Until Dawn habe ich mal gespielt. Das war auch sehr cool. Link's Awakening im Stream, Pokémon Schwarz. Das war nice. 3D World im Stream nochmal durchgeballert. LEDs. Little Nightmares war cool. Das habe ich gern gespielt. Genauso wie Hotline Miami 2. Und 3 Deluxe, Galaxy 2 nochmal durchgehauen. Oh, Celeste und Head in Time. Das sollte ich nicht vergessen. Also an sich. Doch, ein paar Dinger habe ich schon gemacht dieses Jahr. Wow, es sind wirklich ganz schön viele. Damn. 19 Spiele. 19 Spiele habe ich durchgehauen. Oh, so für im Nachhinein der Retrospektive. Nicht schlecht. Thank you.
Dieser John hat schon wieder nur noch 75 HP, Alter. Das ist so unglaublich. Ich finde, das sieht so aus, als könnte man das kaputt machen. Naja, also, auf jeden Fall. An sich, 2021, gut, war gut, war ein gutes Jahr, was Videospiele angeht. Aber nicht neu rausgekommen, also, das ist echt, ja. Ich sag mal, ziemlich schwach. Ziemlich schwach. Mensch, die war ja noch nie. Huch. Doch, was falsch? Das war ja schlecht. Wie sieht er auch tatsächlich andersrum? Rechts geht nach unten. So. Okay, das war nicht schlecht. Damn, okay, da musste ich wirklich kurz überlegen. Ich hätte mir eigentlich müsste man sich einfach nur einmal merken, wie oder das ist gut. Aber ich habe mir nicht gemerkt, wie was wo geht. Also ich habe einfach immer wieder neu quasi dann so flüchtig versucht und so. Oh, ist das jetzt richtig? Holla. Oh, muss das jetzt noch sein hier? Diggi, ich habe keine MP mehr. Siehst du das? Was ist denn hier los? Seht doch, dass Joanna keine MP mehr hat. Übrigens hat Basti noch welche, also. Ich bin auch weiter emporschreiten. Nee. The One Man Army. Wow. Naja, solange wir noch heilen können, geht die Reise weiter, finde ich. Hilf mir, MP sind gut. War das jetzt falsch? Also, dass ich hier den Weg, den ich gegangen bin. Falsche Entscheidung. Nee, am besten bleiben alle am Leben.
Ich wollte sagen, Basti, do your thing. Einen von den Confusern ist tatsächlich echt eine richtig gute Idee übrigens. Also das muss ich einmal sagen. Genau. Whack him down. Huch. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, übrigens, aber ja, na klar. Ich wollte hier noch ein bisschen Magic, ist gut. Ach komm, haut den Typen weg. Jesus Christ. Also echt, dieser Stone-Typ, der ist mir in dem Sinne egal. Solange der andere, solange diese Scheiße weg ist, da. Fuck it, Alter. Auf damit. Ja, Double-Edged Sword. Das ist bestimmt gar nicht cursed. Vielleicht aber doch. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Noch ein Hokuspoker und ich Hokus... will nicht mehr. Wow, 3 Schaden ist wirklich wenig, Alter. Du bist noch schlechter als dein Mitspieler, ne? Du hast ein Messer, machst du 3 Schaden. Das ist wirklich schlecht. So, wenn du so eine Pistole hast und dann haust du damit jemandem auf den Kopf. So, das ist dann so. Das ist so das Äquivalent, wie viel Schaden das gerade war. Also wirklich kacke, das wollte ich damit sagen. Das war wirklich nicht gut. Ob die Magic haben, Alter. Joanna, kannst besser. Ja, ich frage mich so ein bisschen, was ich jetzt tun soll. Weil, ey, ohne Scheiß, ich bin jetzt den straightesten Weg hier gegangen. Passt so. Also beim nächsten Mal werde ich nicht viel weiterkommen. Und... wir haben einfach keine MP mehr. Das ist einfach die Wahrheit. Es ist kein MP mehr da. So, either we got something better path to go. Yeah. Okay, Basti ist tot. Danke für den One-Hit an der Stelle. Wir konnten nichts tun. Aber ja. Klar, da freut sich Shumi. Hey, ist wieder da. Ich habe keine Medicinal Herbs gekauft. Das wollte ich nicht. Aber wir sind richtig. Okay. Gut zu wissen. Alter. Wow, haben die viele Leben. Please have mercy. Wir haben 2 Prayer Rings. Das ist echt...
Es ist nicht viel. Also, wenn wir so gleich einen Boss besiegen müssen, müssen wir nicht, ne? Das macht man nicht. One does not. It won't end, oder? Ja, Spaß beim uns umbringen. Ich habe das Gefühl, ich muss zurück, weil... Joanna und Basti werden sterben. Ich sag mal, relativ... ja, offensichtlich. Okay. Solange jetzt nicht irgendein Miracle passiert. Okay, wow, wow, wow! Okay. Okay, guck mal, ich hab Full Heal. Omni Heal ist echt super überteuert übrigens. Holy shit, Alter. Schon Miracle da mal ein. Fuck it. Ne. Ne. Ist das? Ist das Ortega? Wir werden es nicht draus. Nein, aber wirklich. Ist das Ortega? Also unser Vater? Quasi? Es klappt. Okay. Ich denke, wir kommen noch einmal zu ihm. Aber wenn wir ihm dann helfen sollen, dieses Fieder zu killen, ja, dann, fare thee well. Hey, jetzt haut ihn doch mal um, danke. Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, aber... wenigstens das. Just beyond the bridge, the party sees solitary figure locked in deadly combat with a many-headed monstrosity. Ortega and the King Hydra glare at each other fiercely. Ortega attacks. Holy shit, Alter. Er gönnt sich, guckt ihn euch an. Alter, er macht ihn. Alter, unser Vater. Based as fuck. Oh, he's dead. Oh oh. No. No, don't die. Ortega. Was du alles geschafft hast. Und jetzt. Is somebody there? I can't see. I can't hear. Please, if there is somebody there's something I need to tell you. My name is Ortega. I come from a place called Elyhen. I remember it all now. If you ever make it to Elyhen, I need you to find someone called Mikawahi and tell him. Oh, tell him I'm sorry. I wanted to make the world a better place. A place where he wouldn't have to be afraid. But I just wasn't strong enough. Bart,
Aber... Vater... Was ein stolzer Mann. Alleine hat er es geschafft, hier unten hinzukommen. Und wow, die halten echt viel aus, Alter. Fuck my ass. Die halten richtig viel auf. Aber unser Vater. Ganz allein mit einer fucking Axt ist er hier runter. Jesus Christ, ich krieg zu viert einen Anfall. Obwohl ich gesehen habe, jemand hat im Internet, im fucking Internet, wie immer, ein Video hochgeladen. Ja, auf Japanisch, ich konnte es nicht ansehen, aber der Titel war leicht Englisch. Und er hat dieses Spiel einfach komplett mit nur dem Hero durchgespielt. I mean, that's dedication. Irgendwas? Nicht. You know what I mean? That's crazy. Einfach. Nur er. Gegen die ganzen anderen Gegner. Also, man muss dazu sagen, man levelt natürlich extrem. Viel schneller. Wenn man allein ist. Weil... Die gesamte... Ne? Man levelt extrem schnell. Ich glaube, das macht Sinn. Weil man kriegt vierfach so viele XP. Also ich denke, er war nicht auf Level 40 mit seinem Hero, sondern... Hui. Eher so Level fucking, I don't know. 100 oder so. Ne, 100 jetzt nicht. Aber er war bestimmt sehr weit. Das glaube ich schon. So, mach den Hokuspoker weg. Ja, und dann muss ich gleich mal schauen. Also das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist zu sagen, okay, don't use magic. Auf dem Weg. Einfach chillt. Damit nicht so was hier passiert. Ich muss etwas schauen. Was ist das da? Das ist das, was ich wissen will. Ihr seht es. Drain Magic. Wow. Nichts. Ich hatte gehofft. Ich bin wirklich extrem gehofft, dass da ein Portal ist. Und dann kann man quasi da einmal durchgehen und dann. Und dann chillen, ja, wenn man wieder rauskommt. Muss man sich nicht durch alles nochmal durchkämpfen hier. But sadly, that is not the case. Alter! Macht er plötzlich viel Damage. Ja.
denke, unsere Reise ist an dieser Stelle vorbei. Leider. Ortega! Oh mein Gott! Unser Vater ist vor unseren fucking Augen gestorben gerade. Er war so close einfach. It's a tragedy. Ich muss in meine Heimat zurück. Ich hab meinen Vater getroffen. Der Held, der uns hervorgeeilt ist, ja? Wir schaffen das noch mit der Million. Ich sag's euch. Was ist jetzt, bin ich bei Don't Use Magic? So. Ich versuche jetzt maximale MP-Erhaltung. Wie würde das aussehen? Würde es klappen? Ja. Wenn wir MP einsparen? Oder? Oder nicht, wenn wir einfach noch mehr Zeit verlieren. Wie immer. Generell übrigens bei der Taktik hier bei Basti. Focus on healing. Ach so. Machen wir so. Du darfst noch heilen. Aber das solltest du ja auch. Ich hab das Gefühl, Basti, wenn ich sage Focus on Healing, dann gibt er einfach noch mehr MP aus. Aber gut, mal schauen. Wenn sie schlafen, können sie nicht angreifen, ne? MP mehr, es lohnt sich fast, einfach nochmal zurückzugehen. Nein, machen wir nicht. Wir gehen jetzt weiter. Und schauen nach, aber ich denke, Focus on Healing ist ganz gut, wenn man viele schwächere Gegner besiegen muss. Also. Okay, er macht einfach noch weiter Thwack, also ist auch egal. Oha, ihr denkt, ihr seid was ganz Krasses, ne? Aber gleichzeitig rennt ihr auch einfach weg. Das ist irgendwie. Hat irgendwie keinen Sinn. Und dann zeigt mal, was ihr drauf hat. Joanna wird sich ziemlich nackt fühlen, so, oder? Ohne Zauber. Damn. Also das Breathe is Fire ist schon. Da muss man sich in Acht nehmen vor. Wenn man auf Level 2 ist oder so, weiß ich nicht, aber. Jetzt. Das ist nicht so. Krass.
Okay, irgendwie ist das schon krasser als das vorher. Das war nicht so krass. Also Basti hat natürlich immer noch MP weg, ne? War jetzt bei 168? Ne, ich weiß nicht, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall, Joanna hat mehr. Ich frage mich wirklich... Ach, das ist echt ätzend. Ich frage mich wirklich... ob es eine Abkürzung gab. Ich frag mich, ob es eine Abkürzung gab. Das war schon wieder richtig schlecht, ich weiß, es tut mir leid. Ich frag mich, ist glaube ich ganz gut. Opsa, vielleicht A. Opsa ab. Ei. Hey! Kein neuer, ist unfair. Opsa, Abkürzung gab. Gorb. Ich frag mich, ob sei Abkürzung Gorb. Ach, diese Muddy Hand da weg. Die stört mich. Besonders doll. Wie macht das, der Rest keine MP bekommt? MP verliert. Die zwei können wir opfern. MP. Aha. Ja, falls die beiden Trolls mit ihren blöden Stöckern da Bock haben, anzugreifen. Aha. Manchmal nervt das echt mit den MPs. Also mit diesen random fucking Encounters. Es ist so absurd. Also, ja, das Gefühl, wir sind halt länger dabei, was Sinn macht. Weil wir halt jeden fucking Gegner mit Angriffen pur besiegen müssen. Aber Joanna hat auf jeden Fall noch extrem viel mehr MP als vorher. Basti ist trotzdem bei 20. Aber, fuck it. Hier. Übrigens, einmal... okay, so. Okay, Joanna haut gleich rauf. Joanna freut sich. Und hat's was gebracht? Natürlich nicht. Sie hätte es auch genauso lassen können. Ich möchte nie wieder diese Typen sehen, Alter. Nie wieder. Ja, ich dachte, vielleicht sind es Abkürzungen, diese roten Dinger. Es sieht so aus. Also wirklich, es sieht wirklich danach aus. Sorry, aber ist so. Ich habe halt, um ehrlich zu sein, keinen Bock, alle einzeln zu steuern. So, das, damit kann man am besten MP saven, klar. Aber oh, dort ist echt extrem lang. Außerdem bin ich froh über jedes Responsibility, die mir so ein bisschen abgenommen wird. So, das muss jetzt nochmal sein, ja. Okay.
Müssen wir jetzt gleich. Okay, also folgendes. Jetzt muss ich mir irgendwie irgendwo. Ich habe hier so einen DIN A5 Block aus der. Oh, das passt. 5. Klasse. Und ich mache mir das jetzt auf. Ich mache jetzt 2. Ich habe Vierecke. Dann weiß ich Bescheid. So, der eine ist rechts ausgegraut, der andere ist links ausgegraut. Wie wird die Steuerung verdreht, wie ich auf den rechts ausgegraut gehe? Ich gehe nach rechts und er geht nach oben. Das heißt, rechts oben. Also alles ein nach rechts. So rum verschoben. Das andere andersrum verschoben. Wenn man mit rechts nach oben geht. Also. Also wieder mal oben, oben. Jetzt will ich nach rechts, also sage ich unten. Warum ist jetzt nach links gegangen? Das war trotzdem richtig. Sag mal, nee, ich bin jetzt komplett dumm. Okay, der nächste ist. Also so, rechts. Der hat mich retardet. Okay. Okay, der ist rechts. Und die Steuerung ist so verschoben, dass ich nach. Ich gehe nach links und er geht nach unten. Weil unten. Nach rechts und nach oben. Nein, ich will nach oben und rechts machen. Ist jetzt falsch rum aufgeschrieben? Ich bin so dumm, ey. Kann man das falsch rum aufschreiben? Okay, ich hab's nicht verstanden. Trotzdem angekommen. Wow, ey. Wow. Einfach nur wow. How the fuck? Egal. Okay, aber trotzdem. Ich schreibe das nicht. Ich habe hier so einen Stift, ich glaube, den hat jeder mal gesehen, oder? Alpha Pen. Alpha Pen Med. Ich kenne den jetzt, ich kenne die Marke nicht, wollte es mal kurz sagen, einfach nur. Das ist diese Marke von diesen blauen Stiften, wo man also die Tinte so langsam drainen sieht. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe den, glaube ich, beim Impfen bekommen. Bei meiner Impfung, bei meiner Covid-Impfung. Ihr wisst schon, die alle haben sollte. Ja, genau die. Ihr wisst schon Bescheid. Ey, Leute, ohne Scheiß. Ihr könnt, also, wie weit auch immer das hier jetzt noch geht, wenn wir hiermit fertig sind, also, da muss eine Abkürzung kommen. Ihr könnt nicht das Ganze ohne Abkürzung lassen. Wir, also, zum Heilen. Das ist eh schon lang genug. Also, selbst am Schloss, also, selbst wenn ich am Eingang zum Boss teleportiert werde, schon die Hälfte meiner MP weg. Also for real. Das muss. Das ist ein Muss. Muss! Wie hab ich das verkackt nochmal? Ja, das ist verkackt. Ja, wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Und soll ich nochmal sagen, don't use magic? Nee, ich muss jetzt. Ich use jetzt magic.
genau für solche Experten. Die kriege ich ohne Magic nicht wirklich down. So, das wäre scheiße. Das geht nicht gut aus. Also verpisst euch. Mit Magic. Wir haben noch gut viele. Also 195 MP an der Stelle hatten wir schon lange nur letztes Mal. Vorteil an der Stelle. Ob Ortega da wieder steht, das wird's lustig. Ja, Kaboom, von mir aus. Einfach dieses Double-Edged Sword, ne? Wie wär's, wenn du es einfach dem Gegner in die Hand kriegst und sagst, hier, bitte, nur ist der cursed, wie lustig das wäre. Ich fänd's lustig, ich fänd's lustig, ja. Verstanden. Weißt du was? Hier. Gib du mal ein Full Heal ab. Dass da nichts ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Kazing, Lumau. Und der macht auch Kazing und holt sich den anderen. Ich hasse diese Gegner so sehr. Es ist echt ein Unding. Craig, komm, fick ihn, Alter. Please, mach ihn tot. Jesus. Da wäre doch gerade schon wieder fast ein Unglück passiert. Ich hab's gerochen. Could literally smell it. Smell the Unglück happening. Eigentlich das Traurige ist, dass... Ja. Genau das. Also, manchmal ist der Boom echt so... low. Also, eine gute Attacke, ja, don't get me wrong, aber... Wenn es einfach die Hälfte nicht trifft und... Na dann. Das ist gut. A Sage Stone. Unlimited Uses? Okay, ich bin voll am googeln. Dragon Quest 3 Sage Stone. The Sage Stone is hidden within Zoma's castle. In the Super Famicom and GBC version, a second one can be found in Luzami. You speak to the man in Zendith for a third riddle in the versions of the game. Also, in all versions of the game, 75 to 94 HP is restored upon use. So, also, angenommen, ich gebe dir jetzt mir. Angenommen, ich gebe ihn Shumi. Der hat definitiv nicht eine Lebensarchivs. Shumi ist definitiv nicht voll. Also, ich muss im Battle machen, oder was? Das ist schade. Ist gut. Okay.
habe das Gefühl, ich bereue es, aber... Ich gehe jetzt einmal durch. Sieht gut aus. Was ist das Shimmering Dress? Transfer. Shimmering Dress ist doch wohl safe. Okay, never mind. Wow, okay, es ist wirklich krass. Also, ich lese. The Shimmering Dress has a defense bonus of 90. It reduces damage taken from breath and magic attacks by 33%. It's the strongest piece of armor in remakes of the game, but can only be worn by female characters. Also, damn, Alter, nicht schlecht. It's a diamond. Ist natürlich auch noch da. Okay. Krass, also... In dem Sinne doch noch ganz gut. Diamond hab ich nicht mehr. Du hast noch einen. Das ist jetzt auch keinen mehr. Du hast noch einen. Okay. Okay, wir haben ein Flowing Dress, Shimmering Dress. Das ist nur in den Remakes von, Dragon Quest 3. Also in den alten, älteren Spielen gibt es nicht. Dachte, ich erwähne es einfach mal. Für die Vollkommenheit. Das ist also okay, dass ich nachgucke. Ne? Ist schon okay. Ich denke, das ist okay. I don't think anybody will say no. Don't do it. Don't you do it. Wir sind ja nicht mehr hier in 1980, wo es nicht mehr geht. Und ich meine, ich sag mal, in neueren Spielen hätte das Ganze natürlich auch gesagt, würde das Ganze gesagt werden, was ich persönlich nicht ganz gut finde, damit man weiß, was man da vor sich hat und es nicht immer ausprobieren möchte. Muss. Weil ich habe keinen Bock, das immer auszuprobieren. Jesus Christ, das ist doch ätzend. Alter, genau wie es ätzend ist, ist dieses Level hier auch. Eine Stunde 13, ey. Es ist 0:11 Uhr und ich sitze hier immer noch. Das ist actually krass. Okay, never fucking meint, das Ding ist doch ganz gut. Es hält nämlich alle auf. Es ist quasi kein Multi-Heal. Okay. Also es ersetzt das Multi-Heal. Okay, wow. Wow. Dann gebe ich den Basti. Okay, warte. Oh, ich habe schon wieder ganz viel Geld gemacht. Wieder angewatscht kommt. Hallo! Hallo, na? Hi, Mika! Ah, da bist du endlich. Ach ja. Here at the place of sacrifice. The altar to my greatness. All life shall be sacrificed to my glory. Rise, my minions, obliterate them. Let me feast upon their suffering. Eine Hydra. Das ist alles, was du hast, Bruder. Ich bin gespannt, ob wir hier gegen ihn kämpfen. Ich hoffe nicht. Echt jetzt. Das wäre super schlecht. Meine Haut. Auch so. Basti, hau bitte kurz. Basti, hau rein. Hau alles, was du hast, rein, du. Gib ihm. Oh nein, John ist tot. Macht dieser Sage Stone auch das? Get it? Fuck it, Alter. Wir machen jetzt weiter.
Unijorna. Die blöde Hydra war doch sonst nicht so. Eigentlich hat die kurz Prozess, haben wir kurz einen Prozess mit so einer blöden Hydra gemacht. Genau so nämlich. Genau so ist es normalerweise abgelaufen. Eieiei. Oh ja, jetzt soll ich singen sagen. Sing, sing, sing. Ja, Joanna. Nee, trotzdem. So. Und jetzt können wir diesen blöden Sage so nicht einfach fucking einsetzen, bitte. Use. Why no? Because we know in battle, das ist scheiße. Quatsch mit Soße. Was machen Sie denn hier? Kann die Soul of Baramos bitte wieder zurückgehen, wo sie herkommt? Bitte. Ich wäre sehr froh, wenn ich die nicht mehr sehen würde. Ach Gott, was macht die denn hier? Ach, please, Alter. Ach Mann, Baramos. Also mach nicht diesen, Alter. Ich bin so froh, dass wir diesen Stone haben. Er ist so gut. Er ist so gut. Warum heilst du denn nicht, Basti? Heil! Ja, jetzt seid ihr tot. Komm, halt, töte. Fass. Ja. Oh no, Jonah's dead. Anyways. Danke. Yay. Basti, du bist cringe, weißt du das eigentlich? Alter, wie? Nach dieser Scheiße jetzt auch noch den Typen, ne? Wir sind angekommen, 0 MP, keiner mehr hat irgendwas. Also das Einzige, was wir in irgendeiner Form machen können, ist den Prayer Ring Spam. Komm, ich einfach mal quick saven jetzt. Und dann, haben wir irgendwie noch mehr davon? Ja, aber nicht. Okay, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. So. Okay. Danke. Okay.
Status. Max MP 116. 300. Na dann hau noch mal rein. Alter, der haut... Wow. Wie ist dieses Ding noch in Ordnung? Ja. Wow. Das war gut. Ich muss mal... Muss ich nochmal schauen. Einfach schon. Nochmal das Internet öffnen. Einmal Prayer Ring eingeben. Okay, nein, nicht der. Prayer Ring Dragon Quest. Haben die die Weise verändert, wie der funktioniert? Den gibt's ja seit dem ersten Teil. So. It can be sold, but... Second Price Reward. Dragon Quest. Ja, aber da steht nicht. Also, it's designed to recharge MP on use, but has a 33, ein Drittel risk of breaking. Ah? Okay. So, Dragon Quest 3. The ring can be found in various chests or bought in the fairy village. Bought? But only if the party uses the mod rod to change shape first. Keeper will charge 2500 for a ring, but... And buy them back for 1,000. Okay. The ring will restore 10 to 34 MP in all versions and it is strongly recommended to stockpile them in advance of the final leg of the journey. It is strongly recommended. Das ist gut. Aber davon abgesehen, das waren keine 33%. Den habe ich gerade ja sort von vergewaltigt, diesen Ring, und es ist gar nichts passiert. Also. Ne? Aber trotzdem gut geschrieben. Also, keine Ahnung. Glaube ich gerade nicht dran. Muss ich ehrlich sein. So, dann Basti. Full Heal. Full Heal. Und an der Stelle einmal. 196, 180. Ach, da ist voll. So, sind alle voll geheilt. Ich werde aber nochmal den Prayer Ring auspacken. Ich glaube, so der. Den einfach mal was geben. Und einfach kurz nochmal use. Ne, okay, der eine wird jetzt auch nicht mehr. Das wird jetzt schon okay sein. Ne, Basti, bald immer Basti. Okay. Das sollte es dann. Dann jetzt, wo wir alle anscheinend wieder volle MP haben, hoffe ich mal, dass das klappt. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein fucking Ernst. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Also, danke fürs Zusehen beim nächsten Mal. Bones of Baramos. I can't believe it. Und ja, dann probieren wir uns am Endboss. Und ich hoffe, ich habe die Prayer Rings jetzt nicht komplett in den Sand gesetzt. Weil wir einfach nicht auf dem richtigen Level sind. Keine Ahnung, mal gucken. Also danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss.